Es ist meine ganz besondere Freude und auch Ehre, den nächsten Redner vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Stefan Pauleit und ich leite den Lehrstuhl für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung an der TU München. Und gestern wurde ja auch auf unserer Veranstaltung in München, der Festveranstaltung, Bilanz gezogen. Es wurde zurückgeblickt. Unsere Vorgänger saßen in einer Runde zusammen und haben etwas darüber erzählt, wie es angefangen hat bei Ihnen. Und Herr Weilacher hat auch etwas über die heutige Situation erzählt. Und zwangsläufig kommt man dann natürlich auf die Frage der Ressourcen zu sprechen. Wie gut sind wir ausgestattet? Ist das ausreichend oder nicht? Und an der Stelle möchte ich aber doch ganz einfach mal sagen, dass natürlich nicht alles so geblieben ist, wie es war. Und wir sind inzwischen 6 Kernlehrstühle hier, also so nennen wir es intern immer Kernlehrstühle. In Wirklichkeit sind natürlich auch noch viele mehr an den Studiengängen beteiligt, die damit ihren Lehrangeboten beitragen. Also es hat sich schon was verändert. Und einer von diesen Lehrstühlen, den darf ich eben vorstehen oder leiten, das ist eben dieser Lehrstuhl für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung. Und der wurde 2006 eingerichtet mit Mitteln, das ist ein Stiftungslehrstuhl, der mit Mitteln der Allianz Umweltstiftung eingerichtet wurde. Und das möchte ich einfach festhalten, also dass es solche wirklich, also ganz unabhängig von meiner Person, wirklich großartigen Taten gegeben hat auch und wir also uns dadurch also wesentlich verstärken konnten. Der Lehrstuhl ist auch, das musste ich auch dran denken natürlich, als gestern gesagt wurde von Herrn Pfadenhauer, wie er angefangen hat, oder auch Herr Valentin, der Lehrstuhl war gut eingerichtet und finanziell ausgestattet und davon profitiere ich noch bis heute. Also vielen Dank an die Allianz Umweltstiftung für, auch dafür. Dann wurde natürlich auch über den Zustand der Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur gesprochen und es wurde auch eine auch durchaus kritische Anmerkung dazu gemacht, was denn umgesetzt worden ist bis heute und womit sich die Landschaftsarchitektur eigentlich beschäftigt. Und es wurde auch gesagt, ja, das Thema Ökologie müsste wieder gestärkt werden. Also dazu nur aus meiner Sicht. Das Thema ist zurück. Das ist, ich glaube, da braucht man sich überhaupt keine Gedanken dazu machen. Das sehe ich an selber als Lehrstuhlbetreiber an der Forschungsförderung, die zurzeit in das Thema Stadtökologie oder Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung gesteckt wird. Da ist sehr viel drin und das kommt auch in die Praxis zurück, wie wir bei dem Vortrag von Herrn Professor Hü gestern Abend gesehen haben. Also ich glaube, da braucht man sich auch wenig Gedanken dazu zu machen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man heute noch mal gesehen hat von Frau Professor Giesecke, welche Herausforderungen mit der Urbanisierung weltweit eigentlich verbunden sind. Also da bin ich eigentlich auch ganz optimistisch. Aber es ist natürlich klar, es gibt Wellenbewegungen. Und das Thema, als wir studiert haben in den 80er Jahren, also so lange ist das auch schon inzwischen her, das ist übrigens auch etwas, was mir gestern in den Sinn gekommen ist, nachdem wir Geburtstag feiern. Also ich bin jetzt in den Mit-50ern und eigentlich sind es ja nur noch 12 Jahre, wenn uns nicht vielleicht durch den demografischen Wandel noch ein paar Jahre mehr geschenkt werden an Arbeitszeit. Ich hatte gestern Geburtstag, ja, das kommt noch dazu. Insofern habe ich das gestern einfach genossen. Das ist doch fantastisch, also solche Vorträge serviert zu bekommen. Gut, aber natürlich, und dann, soweit ich mich erinnere, in den 80er Jahren, das war die große Zeit der Umweltbewegung, dann ging das in ein Wellental, so nach meiner Wahrnehmung. Und eben, wie gesagt, jetzt kommt plötzlich die Ökologie und Stadtökologie meines Erachtens mit Macht zurück. Also, und das sind so Zeitläufe. Und das finde ich sehr interessant, einfach sich das zu vergegenwärtigen, wie die Dinge laufen, welche Themen schon mal besprochen worden sind, plötzlich verschwinden und dann plötzlich neu erfunden werden auch zum Teil. Und manchmal denke ich mir, man müsste mehr Geschichtsbewusstsein haben. Und das gilt auch für unsere Studenten sicherlich. Man müsste eigentlich mehr davon wissen, welche Debatten eigentlich schon mal gelaufen sind. Wir lehren bei uns sicherlich Disziplingeschichte. Also ob das jetzt Gartenkunst ist oder Geschichte der Landschaftsarchitektur. Aber zur Geschichte der Umweltbewegung beispielsweise gibt es bei uns nach meinem besten Wissen kein dezidiertes Angebot.
Und wenn ich mit Studenten spreche und dann gar nicht so weit zurückliegende Dinge mal anspreche, also jetzt nur ein Beispiel, das mir gerade in den Sinn kommt, IBA-Emscher Park oder so, ist noch gar nicht so lange her und diese Zeiten nicht bekannt. Also und dann natürlich auch Wackersdorf oder so, ja gut, vielleicht den Namen mal gehört. Ja. Also das finde ich schon wichtig, dass wir uns da irgendwie auch mit unseren Füßen, also sozusagen auch in der Geschichte stehen, wenn wir heute darüber reden, wo es vielleicht hingehen soll. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Herr Professor Radgau heute bei uns zu Gast ist, um einen Vortrag zu halten. Der Hinweis auf Herrn Professor Radgau ist von Herrn Haber übrigens gekommen, der mit ihm sehr intensiven Austausch hatte bei der Verfassung eines Buches, das ich gleich nochmal in die Luft halten werde. Und so ist das gekommen und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Herr Radgau auch wirklich mit keinerlei Zögern sofort zugesagt hat. Das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man sich in ein Feld hineinbegibt, wo eine völlig andere Disziplin so ihr 60-Jähriges feiert. Also ganz herzlichen Dank schon einmal vorab dafür. Jetzt sage ich ganz kurz etwas zu Ihrer Person und Sie können sehr gerne das noch selber ergänzen, wenn ich etwas Wichtiges vergessen haben sollte. Herr Radgau stammt aus einem evangelischen Pfarrhaus. Sie sind 1943 geboren. Und er hat studiert von 1963 bis 1968 Geschichte in Münster, Berlin und Hamburg. Ich sage jetzt nicht dazu, bei wem Sie das studiert haben, dazu sind wir zu weit weg von der Disziplin. Sie haben sich aber zunächst mit ganz anderen Themen eigentlich beschäftigt, nämlich in Ihrer Doktorarbeit mit der Rolle deutschsprachiger Emigranten von 1933 bis 1945 im Umfeld des damaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Und Sie haben dann Lehrtätigkeiten an einer pädagogischen Hochschule in Bielefeld ausgeübt und Sie haben dann ein Überblickswerk über die deutsche Industrie und Politik von Bismarck bis in die Gegenwart verfasst. Das ist also immer noch ein eigentlich anderes Thema. Sie sind dann aber auf die Atomenergie gekommen oder Atomkraftdebatte und zwar zu einem Zeitpunkt, als das stark umstritten war. Also genau zum Höhepunkt eigentlich der Auseinandersetzung über Atomkraft haben Sie als Historiker ein Werk über die Atomkraft geschrieben, und zwar über den Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft. Und heute, das gibt es in zweiter Auflage inzwischen, das Buch, heute heißt es Aufstieg und Fall der Atomwirtschaft, das Buch. Und Sie haben mir gerade im Gespräch noch gesagt, ich habe Sie gefragt, wie sind Sie denn dazu gekommen, ein Buch über die Atomkraft zu schreiben? Und da haben Sie gesagt, eigentlich waren Sie damals eher ein Befürworter der Atomenergie, weil Sie das als eine saubere Stromquelle oder Energiequelle angesehen haben. Und erst im Laufe des Verfassens des Buches haben Sie auch einen Perspektivwechsel vollzogen. Das ist auch interessant, wenn man Ihr Buch liest, dass Sie also da ja auch durchaus diese Diskussionen nachzeichnen zur Atomkraft und dass man sieht, dass viele der Umweltschützer, sage ich jetzt ganz allgemein, eine sehr ambivalente Haltung zur Atomkraft hatten. Sie haben dann, und über dieses Thema sind Sie also zur Umweltgeschichte gekommen und Sie haben sich seitdem in Ihrer weiteren Laufbahn, Sie wurden dann auch auf eine Professur an der Uni Bielefeld für neuere Geschichte berufen, haben Sie sich mit dem Thema Umwelt beschäftigt und haben dort sehr gewichtige Arbeiten verfasst. Natur und Macht, eine Weltgeschichte der Umwelt, 2000 herausgekommen, auch übersetzt worden ins Amerikanische oder Englische. Und dann ein sehr dickes Buch, das ich hier jetzt einfach einmal kurz hochhebe. Es hat also über 600 Seiten Umfang, das Buch, und heißt Die Ära der Ökologie, eine Weltgeschichte. Ein imponierendes Buch, finde ich, weil es in der ganzen Breite, also es geht nicht nur um Deutschland, sondern es geht wirklich um eine Weltgeschichte der Umweltbewegung, in seiner ganzen Breite versucht, dieses Thema zu beschreiben, darzulegen und zu analysieren. Und das nicht nur auch die neuere Umweltbewegung, sondern sie greifen ganz weit in die Vergangenheit aus und gehen an die Wurzeln der Umweltbewegung zurück, in das 17. Jahrhundert und noch früher. Ich sage jetzt nicht, wie weit ich gekommen bin, bis jetzt. Sie haben aber auch andere Dinge weiterhin betrieben, sage ich jetzt. Sie haben eine Biografie über Theodor Heuss geschrieben. Sie haben über Max Weber geschrieben. Also ich bin erschlagen und es ist imponierend, mit welcher Breite Sie arbeiten. Und ich überlasse Ihnen jetzt das Feld für Ihren Vortrag zu dem Thema
kontrastierende Zukunftsszenarien und das Hier und Jetzt, ein noch zu erkundendes, das Spannungsfeld der Umweltbewegung. Und dazu noch, doch noch eines, das nächste Buch, das Sie herausgeben werden, das heißt, das ist für uns auch sehr spannend im Zusammenhang mit dieser Tagung hier, Geschichte der Zukunft, Prognosen, Visionen und Überraschungen in Deutschland von 1945 bis heute. Ja, ich möchte Sie herzlich begrüßen. Vielen Dank für Ihre Einleitung. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben hier an diesem charmanten Ort. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Hatte eigentlich mit Freising bisher immer nur, mit Weihenstephan immer nur Bier verbunden, aber das ist ja auch nicht schlecht. Ich habe mich auch sehr gefreut, Herr Haber, Sie wieder getroffen zu haben. Ich verdanke Ihnen doch sehr, sehr viel so im Lauf der Jahre. Ich komme ja mehr von der populären politischen Ökologie her, die, wie Sie gesagt haben, auch immer in der Gefahr ist, in eine Ersatzreligion abzugleiten. Umso mehr weiß ich zu schätzen, dass Sie manche meiner Ökologie-Manuskripte sehr sorgfältig gegengelesen haben, und da habe ich Ihnen noch nie im Traume eine Kritik übel genommen. Ja, Landschaft 2056, bei diesem Thema muss ich erstmal schlucken. Ich selber werde im Jahre 2056, 113 Jahre alt, furchtbar. Wie Herr Pauleit schon sagte, in den letzten Jahren habe ich eine Geschichte deutscher Zukunftsprognosen seit 1945 geschrieben, also die ewige Nazizeit ausgelassen. Erst beim Schreiben wurde mir klar, auf was für ein vertracktes Thema ich mich da eingelassen hatte. Und auf irgendeinen Schluck Wasser. Denn die Geschichte der Prognosen ist großenteils eine Geschichte der Irrungen. Aber was folgert man daraus? Die ironische Besserwisserei aus der Retrospektive ist ja ein allzu billiges Vergnügen. Ähnlich wie jetzt Horst Opaschowski in seinem Basispapier für diese Tagung, wo mich übrigens vieles verblüfft hat, ehrlich gesagt, will auch ich mit 10 Geboten schließen. Nein, nein, nicht mit 10 Geboten, sondern mit 10 vorsichtigen Denkanstößen. Die will ich hier in geraffter Form und aufs Tagungsthema bezogen am Schluss zur Diskussion stellen. Um über ökologische Zukunftsszenarien und deren innere Spannungen zu reden, empfiehlt sich ein Rückblick auf den Ursprung der Umweltbewegung, die bislang erstaunlich wenig Geschichtsbewusstsein entwickelt hat, eigentlich vieles, vieles vergessen hat. Bereits in dem Ursprung sind manche heutige Spannungen angelegt. Die Umweltbewegung, so wie wir sie heute kennen, entstand ziemlich plötzlich um 1970, und zwar weltweit, von Kalifornien bis Japan. Die Deutschen waren damals noch gar nicht so vorneweg. In jenem Jahr publizierte Max Nicholson, ein seit langem führender britischer Naturschützer, ein Buch »The Environmental Revolution«, die Umweltrevolution, kann man inzwischen so für 1 Cent plus Porto im Internet kriegen, dessen triumphierender Titel zugleich eine Prognose enthielt, und darin behielt er recht. Der Umweltschutz war in der Tat weit mehr als eine vorübergehende Mode. Nicholsons Untertitel allerdings, also jetzt wird es spannend, »A Guide for the New Masters of the World«, ein Führer für die neuen Herren der Welt, zeugte von einer doch leicht überzogenen Öko-Euphorie. Aber Sie sehen, so konnte man um 1970 sogar ein sehr seriöser Mann um 1970 denken. Die erste Generation der Umwelthistoriker tendierte in typischen Fällen dahin, die Neuartigkeit der sich sammelnden Umweltbewegung zu relativieren. Wie ich zeigte, gab es bereits im 19. Jahrhundert eine Fülle von Bürgerprotesten gegen Flussverschmutzung und die Rauchplage zu entdecken, besonders gegen die von Chemiewerken ausgehenden Giftschwaden.
Am Ende also die übliche Historikereinsicht, alles schon einmal da gewesen, aber da steht ein neuer Schub von Entdeckungen an, der darauf hindeutet, dass sich um 1970 herum eben doch etwas wie eine ökologische Revolution vollzogen hat. Nicht? Dieser Titel ist durchaus ernst zu nehmen. In Entgegnung auf das Wort im Prediger Salomo 1,9, nichts Neues geschieht unter der Sonne, gab John McNeill, ein führender US-amerikanischer Umwelthistoriker, mit Grund seiner globalen Umweltgeschichte des 20. Jahrhunderts den Titel Something New Under the Sun. Das Neuartige dieser Umweltbewegung, die eben nicht in Reaktion auf eine bestimmte Umweltkatastrophe aufkam, also heute hört man manchmal, die Umweltbewegung wäre in Reaktion auf Tschernobyl entstanden, völliger Unsinn, lässt sich in folgenden drei Punkten zusammenfassen. Erstens, in ihr vereinten sich heterogene Bestrebungen, die jede für sich damals schon eine lange Geschichte hatten. Der Naturschutz, der sich am Ende des 19. Jahrhunderts formierte, die Sorge um eine nachhaltige Forstwirtschaft, die bis ins 18. Jahrhundert oder noch weiter zurückreicht, vieles, was seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter Stadthygiene lief, von der Luftreinhaltung bis zum Gewässerschutz, dazu das Streben nach technisch effizienterer Nutzung der natürlichen Ressourcen, deren Begrenztheit man bereits vor über 100 Jahren sehr wohl erkannte. Nicht Wilhelm Ostwalds energetischer Imperativ des Energiesparens, schon 1900, Ostwalds Chemie-Nobelpreisträger. Zweitens, der globale Horizont. Die Paradoxie der Raumfahrt bestand darin, dass gerade ihre Erfolge die Menschenfeindlichkeit des Weltraums erst zu Recht bewusst machten und die Fotos der Raumfahrt von der Erde mit ihrer dünnen Lufthülle, Frau Deutscher hat das ja gestern sehr fein noch in Erinnerung gerufen, ja, diese Fotos zärtliche und besorgte Empfindungen für unseren blauen Planeten weckten. Dieser neue globale Blick wurde konstitutiv für die Umweltbewegung und verlieh ihr einen fortschrittlichen Grundzug, wogegen der traditionelle Naturschutz gerade auch in Deutschland für viele einen konservativen, wenn nicht gar bräunlichen Beigeschmack besessen hatte. Nicht? Aber unser blauer Planet, das war eben was Neues, also ich meine, ein Globus hat es immer schon gegeben, aber dieser blaue Planet aus dem Weltraum fotografiert, das war doch so ein neues Erlebnis unserer Erde. Während dritter Punkt, während frühere Protestbewegungen sich in aller Regel auf aktuelle, sinnhaft evidente Schädigungen der Umwelt richteten, zeichnete sich die neue Umweltbewegung auch durch Sorge um die Zukunft aus und durch Aufmerksamkeit auf künftige, teilweise noch hypothetische Gefahren. Das gilt selbst für die Anti-AKW-Bewegung, die zu einer Zeit aufkam, frühe 70er Jahre, als die Kernenergie erst eine geringe Rolle spielte und man von katastrophalen Vorfällen in Kernkraftwerken noch kaum etwas wusste. Aber nun, springender Punkt, diese neuartigen Züge der Umweltbewegung waren jedoch mit latenten Spannungsfeldern verbunden, die, wie es scheint, bis heute nicht hinreichend durchdacht und bewältigt worden sind. Das ist das Thema meines Vortrags. Erstens, innerhalb der Umweltbewegung führten die heterogenen Bestrebungen, die sich in ihr vereint hatten, vielfach doch nach wie vor ihr Eigenleben. Die Naturschützer und jene Techniker, die sich um bessere Energieeffizienz bemühten, waren in aller Regel unterschiedliche Menschentypen. Brauche ich ja nicht weiter vor Ihnen zu kommentieren. Zweitens, der globale Horizont beflügelte zwar viele Umweltschützer, aber die konkreten Ziele, auf die sie sich konzentrierten, die etwas praktisch zu tun gaben, Kräfte mobilisierten, blieben in vielen Fällen doch lokal und regional. Und die globalen Umweltkonferenzen haben die auf sie gesetzten Hoffnungen oft enttäuscht. Drittens, auch wenn die Umweltrhetorik zukunftsgerichtet war, entstammten doch ihre vitalen Antriebe in aller Regel der Gegenwart, gemäß dem Wort des Philosophen Hegels: Der Mensch ist wesentlich jetzt, das heißt, Hegel hat geschrieben, der Mensch ist wesentlich itzt. Mit Blick darauf gab und gibt es die Neigung,
künftige Gefahren zu akuten Katastrophen zu stilisieren, eine problematische Neigung. Auf dieser Zukunftstagung will ich mir vor allem dieses dritte Spannungsfeld vornehmen, aber da spielen auch die ersten beiden hinein. Ein Musterbeispiel ist das schon erwähnt, die allen ja wohl bekannte, Ende 1981 losbrechende Alarm über das Waldsterben. Damals ging der Vers um, da draus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es gibt ihn nicht mehr. Dazu schlimmer noch der Spruch, erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch. Es ging los mit dem Spiegeltitel vom 16. November 1981, der Wald stirbt, saurer Regen über Deutschland. Und der Widerhall in den Medien war enorm und hielt über Jahre an. Von jetzt an erfasste die Sorge um die Umwelt auch solche Bevölkerungskreise, die dem Protest gegen die Atomkraft ferngestanden hatten. Ja, gerade die Parteigänger der Atomenergie stimmten triumphierend ein in die Alarmrufe, die die Kernkraftwerke aus der Schusslinie beförderten. Nicht? Auch so ein merkwürdiges Zickzack in der Umweltbewegung, was darauf hinweist, dass man die nicht aus einer einzigen Philosophie, einer einzigen Diskurslogik erklären kann. Vieles weist darauf hin, dass erst jetzt der Protest gegen Umweltschäden über Ein-Punkt-Initiativen hinausgelangte, Initiativen, die an bestimmte Szenen gebunden waren, dass er es jetzt zu einer breiten Volksbewegung brachte, die Deutschen der Weltöffentlichkeit ein neuartiges Image verlieh, dass man mit den Deutschen nicht immer noch Adolf Hitler, sondern jetzt mal Joschka Fischer und die Grünen assoziiert. Karl Ameri schrieb 1985, das Waldsterben war das erste gewaltige Schockerlebnis ökologischer Natur, welches die ganze Nation trifft und betrifft. Bei dem Waldsterben handelt es sich um einen Alarm, der wesentlich durch die Medien vermittelt war und weit weniger einer unmittelbaren Anschauung entsprang. Als leidenschaftlicher Waldläufer spottete später der Medienwissenschaftler Rudi Holzberger auf eine derart monomanisch verfolgte fixe Idee, hätten nur Journalisten kommen können, die kaum je in den Wald gehen, aber desto mehr die Sensation suchen. Und doch hieß es 1984, selbst in der sonst so besonnenen Zeit, am Ausmaß des Waldsterbens könnte heute nicht einmal der ungläubige Thomas zweifeln, allenfalls ein pathologischer Ignorant. Dabei tauchte das Thema seltsam abrupt und überraschend auf. Zwar erschien schon 1979 ein großer Band Rettet den Wald von Horst Stern herausgegeben, der eine ganze Phalanx deutscher Forstwissenschaftler vereinte, aber verblüffend, der erwähnt die durch Schwefeldioxid verursachten Waldschäden nur mit einem einzigen Satz. Und das Stichwort saurer Regen sucht man im umfangreichen Register vergeblich. Stattdessen bewegt sich die Polemik ganz auf der bis ins 18. Jahrhundert zurückreichenden Linie Laubmischwald kontra Nadelwald, Monokulturen und Schutz der Bäume gegen Überhegung des Wildes durch die Jagdlobby. Zwar hatte das Thema saurer Regen, also die Geschichte der Umweltbewegung ist auch eine Geschichte der Überraschung. Nicht? Insofern auch mal, passt es auch gut in eine Zukunftsgeschichte. Die Zukunftsgeschichte ist ja vor allem eine Geschichte der Fehlprognosen und der Überraschungen, die vom Überrumpelungseffekt der Fehlprognosen zehren. Auch so der Erfolg der ersten Bürgerinitiative, eine Bauplatzbesetzung von Wiel, war auch ganz wesentlich dem Überraschungserfolg zu verdanken. Auf sowas war niemand gefasst gewesen. Zwar hatte das Thema saurer Regen genau genommen bereits am Anfang der ökologischen Revolution gestanden und Schweden dazu veranlasst, die epochemachende Weltumweltkonferenz noch von 1972 nach Stockholm zu holen. Damals hatten schwedische Sprecher jedoch vergeblich versucht, die Deutschen für dieses Thema zu erwärmen, denn sie verbanden es mit Schadenersatzansprüchen an Verursacherländer. Und da machte ein Bonner Kabinettsbeschluss den Ferntransport von Schwefeldioxid zum Nichtthema. Nun jedoch, da der deutsche Wald bedroht schien, bekam der saure Regen schlagartig höchste Priorität. Seit den 90er Jahren freilich ergoss sich über die Unkenrufer Hohn und Spott, als herauskam, dass die deutschen Wälder anstatt zu sterben stärker wuchsen denn je, ob durch Unternutzung oder den zunehmenden Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre. Und doch versperrt es wesentliche Einsichten,
wenn man den Alarm aus der Rückschau ins Lächerliche zieht. Nicht dieser Versuchung muss der Zukunftshistoriker stets widerstehen. Denn das Waldsterben war ursprünglich eine Erfindung, war ursprünglich keine Erfindung sensationshungriger Pressereporter gewesen. Vielmehr war der erste Anstoß, wie ja hier viele wissen, von Bernhard Ulrich gekommen, dem Direktor des Göttinger Instituts für Bodenkunde und Pionier der lange, zu lange vernachlässigten Erforschung des Waldbodens. Der glaubte, um 1980 erkannt zu haben, dass sich die Wälder entgegen dem, was bis dahin angenommen war, als Folge der durch Emissionen bewirkten Bodenversauerung in einer Destabilisierungsphase befänden. Auch aus heutiger Sicht war diese Sorge keineswegs unbegründet. Der irreführende Effekt entstand dadurch, dass ein sehr wohl mögliches Zukunftsszenario als erwiesenes aktuelles Faktum hingestellt oder anders ausgedrückt ein chronischer, teilweise noch hypothetischer Prozess zu einer akuten Katastrophe dramatisiert wurde. Wie der Spiegeltitel vom 16. November 1981, der Wald stirbt, saurer Regen über Deutschland, den Startschuss zum Alarm um das Waldsterben gegeben hatte. Eine Spiegel-Schlagzeile von 1983 sprach sogar von einem ökologischen Hiroshima im deutschen Wald. War der Spiegeltitel vom 11. August 1986 die Klimakatastrophe, der publizistische Paukenschlag am Anfang des deutschen Global Warming Alarms. Das berühmt-berüchtigte Titelbild, das ich auch in ein Schulbuch zur Umweltgeschichte reingebracht habe, was übrigens gerade zu meiner Verblüffung ins Japanische übersetzt wird, das berühmt-berüchtigte Titelbild zeigt einen zur Hälfte im Meer versunkenen Kölner Dom. Ich war richtig neugierig, wie weit Sie sich noch an dieses Titelbild erinnern, aber viele von Ihnen sind ja zu jung dazu. Keine 4 Monate nach Tschernobyl lenkte dieser neue Alarm den Ansturm der Kritik auf die damals einzige reale Alternative zur Kernkraft, die Kohle. Zur Zeit von Tschernobyl darf man nie vergessen, waren die erneuerbaren Energien doch noch weithin eine Zukunftsvision. Aber dadurch entstand im Grunde auch eine Verwirrung der Zukunft, aber eine Verwirrung, die gar nicht so offengelegt und diskutiert wurde. In einem Sammelband von 1989, Energie für die Stadt der Zukunft, Abschlussbericht des damaligen Bremer Energierats, ist die Kraft-Wärme-Kopplung das große Thema, weil das setzt eben die Produktion von Wärme voraus. Und so weiter und so weiter. Ich überschlage mal was. Das unter dem Eindruck von Tschernobyl entstandene, geschriebene Buch von Energiewende von Volker Hauff, dem ich übrigens auch ganz viele Informationen verdanke, womit sich erstmals ein bundesdeutscher Spitzenpolitiker diesen Zukunftsbegriff Energiewende zu eigen machte, enthält noch ein Kapitel »Saubere Kohle hat Zukunft«. Die so verstandene Energiewende reichte damals schon in die Gegenwart. Doch gerade die Entschwefelung der Kohle, die dem Waldsterben Einheit zu gebieten versprach, drohte die globale Erwärmung eher noch zu verschlimmern. Das ist ja auch so eine der großen Ironien der Umweltpolitik. Die Sonne, die größte Hoffnung der erneuerbaren Energien, wurde auf einmal zur größten Gefahrenquelle. Schon 1979 hatte der Spiegel mit dem Treibhauseffekt Alarm geschlagen. Tod im Treibhaus lautete eine Schlagzeile, damals jedoch ohne nachhaltige Wirkung. Zu jener Zeit grassierten noch mit ähnlicher Vehemenz Prophezeiungen einer bevorstehenden neuen Eiszeit, da seit den 1940er Jahren weltweit ein Trend zur Abkühlung registriert worden war. Die nächste Eiszeit kommt bestimmt, war eine gängige Redensart bei kaltem Winter. Ich habe zum ersten Mal vor 40 Jahren, 1976, auf einer Provence-Exkursion bei brütender Hitze die Global Warming-Theorie mit meinen Studenten diskutiert, meinen Studenten vorgetragen. Aber gerade ein Student, der später ein führender Pressemann der Grünen wurde, ich nenne mal seinen Namen nicht, hat mir damals heftig widersprochen, das wäre doch alles größter Quatsch. Alle überwiegenden Zeichen deuteten auf eine neue Eiszeit. Das war so vor 40 Jahren. Auch 1986, und noch weit bis in die 90er Jahre war von einem eindeutigen Forschungsstand in Sachen Global Warming keine Rede.
Das gibt Bert Bolin, der Gründervater des IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, und höchste Autorität in Sachen Klimawandel, 2007, kurz vor seinem Tod, in einem detaillierten Rückblick auf Wissenschaft und Politik des Klimawandels mit bemerkenswerter Offenheit zu erkennen. Ich habe dieses Buch nur zufällig mal in Cambridge, als ich da einen Vortrag zu halten hatte, in einer Buchhandlung gefunden. Ist merkwürdig wenig bekannt, hat mich irgendwie auch tief bewegt, auch mit welcher großen Offenheit, so im Unterschied zu Leuten wie Schellnhuber und so, Bolin also durchaus auch einräumt, welche Unsicherheiten da lange bestand. Sogar Angela Merkel kritisiert, dass sie 1995 schon auf der Berliner Klimakonferenz zu stark auf Klimaalarmismus gemacht habe. Aber ich finde, gerade durch diese Ehrlichkeit wirkt das Buch auch glaubhaft, während mir lange Zeit diese Global Warming These, die mir zunächst von der Atomlobby entgegengeknallt wurde, bei mir erstmal so Bedenken erweckte. Aber bei dem Klimaalarm erkennt man die Prämisse, dass in der Politik nur dann etwas zu bewegen sei, wenn man mit unmittelbar bevorstehenden Katastrophen Alarm schlägt. Nicht immer ist es 5:12 oder 11:12. Zu jener Zeit jedoch, als die Entwicklung der erneuerbaren Energien noch in den Anfängen stand, hätte eine Sofortreaktion großen Stils, so wie sie ein akuter Katastrophenalarm erfordert, nur auf den drastisch verstärkten Aufbau der Kernenergie hinauslaufen können, sowieso auf unabsehbar verlängerte Laufzeiten der bestehenden Kernkraftwerke. Wie denn nicht zu verwundern, hat denn auch die Atomlobby international die Gefährdung des Klimas kräftig für ihre Zwecke benutzt und Klimawandel stoppen, Laufzeit verlängern, wie im Staccato skandiert. Wer dagegen etwas ganz Neues in Gang bringen will, dessen Entwicklung seine Zeit braucht, tut gut daran, keinen unnötig massiven Druck zum Soforthandeln zu suggerieren. Da finde ich auch das Buch von Bert Bolin sehr, sehr fein, denn in einem Hauruck-Verfahren ist die Energiewende, ist auch speziell die Solarenergie, nicht auf eine Art durchzusetzen, die wirklich auch dann verspricht, sich über die ganze Welt zu verbreiten. Josef Reichholf, hier ja in Bayern sicher wohl bekannt als ein Querdenker der Ökologie, kritisiert die Undeutlichkeit des Zukunftsdenkens der Umweltbewegung. Zitat: Die Frage, für welche Zukunft aus der Fülle der Möglichen wir eigentlich verantwortlich sein oder uns fühlen sollten, bleibt ungestellt. Er selbst hat eine Antwort, Zitat: Für eine Zukunft, die wir erleben können, also nicht für so alte Leute wie mich, also nicht 2056, die wir erleben können und für die wir die Erde lebenswert erhalten wollen, weil unsere Nachkommen dieser Zeit leben werden. Die nahe Zukunft, die wirkliche Zukunft, das ist die Zukunft, die wir gebrauchen und verbrauchen. Sie ist unsere Lebenszeit und sie ist überprüfbar. An dieser erlebbaren Zukunft sollte uns gelegen sein. Tja, wenn zu der von ihm angepeilten Zukunft zunächst noch die Lebenszeit der Nachkommen gehört, ist sie am Schluss auf die eigene Lebenszeit geschrumpft. Seine ganz persönliche Betroffenheit, er wohnt ja, glaube ich, am Rande von Landshut, ne? Erkennt man in seiner Klage, dass weite Teile Bayerns unter den Gestankwolken von Gülle aus der Massentierhaltung versinken, ohne dass dies zu einem großen Thema der Umweltbewegung würde. Von einer derart begrenzten Zukunftsdefinition her wäre das die Lagerung des Atommülls kein sonderlich großes Problem. So für unsere eigene Lebenszeit, sagen wir die nächsten 100 Jahre, da kriegt man das schon irgendwo unter. In letzter Konsequenz landet man dabei allerdings bei der zynischen Devise nach uns die Sintflut, die als Grundlage der Umweltpolitik offenkundig absurd ist. Gewiss liegt eine derartige Konsequenz einem Ökologen wie Reichholf fern. Gerade er weist an anderer Stelle kritisch darauf hin, dass der Schutz der Natur oftmals nur vorgeschoben wird, um bestimmte Bauprojekte zu verhindern, die im eigenen Umfeld stören. Da besteht die Krux des Naturschutzes nicht darin, dass er auf eine allzu ferne Zukunft zielt, sondern als Verkleidung sehr gegenwärtiger und persönlicher Präferenzen fungiert. Aber sind derartige Motive aus Reichholfs Sicht verwerflich,
Er vertritt die Position, die Naturschützer sollten doch offen zugeben, wir kämpfen für eine bestimmte Natur einfach deshalb, weil wir sie gerne haben. Zitat, wir wollen, dass die Blaukehlchen der Au überleben, weil wir uns dann daran erfreuen und weil wir sie unseren Kindern und Enkeln zeigen wollen. Einen Hauptbeweggrund der Naturschützer hat er damit wohl aus eigener Erfahrung ganz realistisch geschildert. Ich meine, ich kenne viele Naturschützer und kommt mir vor, dass es ganz realistisch ist. Dass die Erhaltung überkommener Reize der Natur eine vorrangige Sorge der Naturschützer ist, mag ein Grund dafür sein, dass trotz der weiten Resonanz, die das zukunftsfähige Deutschland von 1996 des Wuppertal-Instituts erlangte, der Begriff zukunftsfähig, der sich in Wuppertal erst nach intensiver Diskussion durchsetzte, das zunächst so altfränkisch klingende nachhaltig nicht wirklich zu verdrängen vermochte. Das 1992 beschlossene EU-Programm Natura 2000 spielte auf das seit langem magische Jahr der Zukunftsentwürfe an, das Jahr 2000. In Wirklichkeit ging es jedoch bei den dort vorgesehenen Flora-Fauna-Habitat-Gebieten um die Erhaltung einer bestehenden ökologischen Vielfalt. Und es wäre auch ganz unrealistisch, diese Verwurzelung in der Gegenwart pauschal als kurzsichtig abzutun. In der Zeit unmittelbar nach der Wiedervereinigung, als die politische Zukunft der Grünen zweifelhaft geworden war, verfasste Winfried Kretschmann, der es später ja als erster Grüner zum Chef einer Landesregierung brachte, zu dem Sammelband »Sind die Grünen noch zu retten?« einen Beitrag, wie konservativ müssen die Grünen sein, warum eine ökologische Partei nicht links sein kann. Ein Unterkapitel trägt wiederum mit Fragezeichen die Überschrift, warum kann eine ökologische Partei keine Partei des Utopismus sein? Ökologie und Utopie, ach, das wäre auch ein Thema für eine Riesentagung. Ich überschlage jetzt mal alles Mögliche, ich sehe mit Schrecken, das wird sonst zu lang, das ist schwierig, sich bei dem Thema ganz kurz zu fassen. In der Tat, Kretschmann, der Pragmatiker, betont, wenn man jeden kleinen Reformschritt immer an die Messlatte von Utopien anlege, werde jede Politik sinnlos. Ein Grund, weshalb sich in der Bundesrepublik viele Grüne im Feindesland fühlten. In der Tat kann man das eine wohl festhalten, dass solche Utopien politisch verderblich sind, die jeden kleinen Reformschritt entwerten. Und dennoch steckt in Utopien zwangsläufig das alte Märchen vom Schlaraffenland, wo die Menschen in Hülle und Fülle leben, besitzt nicht in einer Zeit, wo sich viele Menschen eine florierende Wirtschaft ohne Wachstum nicht vorstellen können, gerade das Konzept einer mit den natürlichen Grenzen in Einklang gebrachten Wirtschaft einen utopischen Zug. Der Politologe Herbert Kitschel, der mir auch persönlich bekannt, früher einer meiner Konkurrenten, der auch über die Kernenergiepolitik promovierte, wetterte 1984 gegen den wachsenden Einfluss des Amerikaners Amory Lovins auf deutsche Anti-AKW-Kreise, der die sanften Energiequellen als die selbst marktwirtschaftlich billigste Alternative zur Atomkraft propagierte. Das so kitschelt, der übrigens bald einem Ruf in die USA folgte, sei naiver Amerikanismus und Utopismus, der als ideologisches Schmiermittel für das bestehende Wirtschaftssystem fungiere. Kitschel damals noch Anhänger der sozialistischen Revolution. Daher sei es an der Zeit, dass aufgeklärte Teilnehmer des ökologischen Diskurses endlich damit aufhören, Lovins zu zitieren. Lieber sollten sie sein Kartenhaus weltfremder Konstruktionen zum Einsturz bringen. Wie sich längst gezeigt hat, war Lovins alles andere als ein weltferner Utopist, vielmehr mit seiner Soft Energy von 1977 ein Vordenker der deutschen Energiewende, wogegen Kitschels damalige Implikation, der bestehende Kapitalismus lasse sich durch ein anderes Wirtschaftssystem ersetzen, weitaus wirklichkeitsferner war.
Die Geschichte liefert eben nicht nur Beispiele dafür, dass Utopien ins Leere verpuffen, also man kann da viele Beispiele liefern, sondern gerade in einer utopiefernen Zeit auch Hinweise darauf, dass man mit dem Utopismusvorwurf vorsichtig umgehen muss. Bei dem erklärten Anti-Utopisten hatten Hans Jonas, dessen Prinzip Verantwortung, früher mal eine Bibel der Ökobewegung, eine Gegenschrift gegen das Prinzip Hoffnung seines Mitimmigranten Ernst Bloch war, fiel die Solarenergie unter Utopismusverdacht, wogegen er ausgerechnet der Propaganda für die weit weniger realistische Kernfusion aufgesessen war. Eine Zukunft auf der Grundlage der Energie der Sonne, das erschien wohl ihm zu schön, um wahr zu sein. Die seit der Genfer Atomkonferenz von 1955 verheißene Atomenergie, Fusionsenergie dagegen folgte angeblich nicht wirklich dem durch die Kernenergie vorgezeichneten Pfad. Aber eine wichtige Lehre aus dem Rückblick auf Zukunftserwartungen der Vergangenheit geht dahin, dass die Geschichte Überraschungen bietet. Eine enorme Publizität erlangte die 1996 erschienene erste Fassung des im Wuppertal-Institut erarbeiteten Zukunftsentwurfs Zukunftsfähiges Deutschland. Das 400-Seiten-Opus besitzt einen visionären Elan, wie es ihn in der deutschen Zukunftsliteratur schon lange nicht mehr gegeben hatte. Der Spiegel nannte es eine grüne Bibel und dieser Titel wurde laut Wikipedia zum geflügelten Wort. 2008 erschien eine Neufassung von 650 Seiten. Alles in allem sind beide Bände eine Fundgrube von Gedanken und Impulsen zur Umweltpolitik. Es ist nicht möglich, in kurzen Worten von dieser Fülle eine Vorstellung zu vermitteln. Eine Fundgrube sind beide Ausgaben des zukunftsfähigen Deutschlands auch für die Vermittlung von Gegenwart und Zukunft. Beide sind der größte Kontrast zu der pessimistischen Ökoliteratur. Ihnen liegt die Überzeugung zugrunde, dass ein eindrucksvolles, in sich rundherum geschlossenes Leitbild von der Zukunft nötig ist, um den Handeln in der Gegenwart eine breite Basis und einen zielbewussten Elan zu geben. Insgesamt suggerieren die Bände eine Harmonie zwischen den grünen Zielen. Ich meine, das ist so eine Krux von Visionen, immer die Versuchung, eine unproblematische Harmonie der Ziele zu suggerieren. Zielkonflikte werden allenfalls am Rande berührt, wenn überhaupt, so die sich ab Mitte der 90er Jahre zuspitzende Konfrontation zwischen erneuerbaren Energien, vor allem Biosprit und Windkraft, und dem Natur- und Landschaftsschutz, oder so die relativ stärkere Belastung einkommensschwacher Schichten durch Ökosteuern und das Problem, wie Entwicklung in der dritten Welt ohne wachsenden Ressourcenverbrauch möglich ist. Ökologie ist Gerechtigkeit ist Sicherheit, lautet eine Kapitelüberschrift im Band von 2008. Beide Bände entstanden in Zusammenarbeit mit dem BUND, dem größten deutschen Naturschutzverband. Auch Entwicklungshilfe, Organisationen der Kirchen zeichnen als Mitherausgeber. Beides förderte die Verbreitung dieser Ökovision, mag jedoch zur Zurückhaltung bei den genannten Zielkonflikten beigetragen zu haben. Von den erneuerbaren Energien, das eigentlich das zentrale Thema sein müsste, handeln beide Bände auffallend kurz. Ach, ich überschlage jetzt mal ganz viele, denn ich möchte doch noch zu meinen Schlussthesen kommen. Ich merke, es ist ein unendliches Thema. Ja, das Thema Zukunft scheint nach einem volltönenden Finale zu verlangen, schon gar in Verbindung mit dem Thema Umwelt. Aber je mehr man sich mit all den Zukünften herumschlägt, desto mehr ist man hin und her gerissen. Wenn die Schlussgedanken im Folgenden auf die runde Zahl 10 gebracht werden, soll damit gewiss keine Analogie zu den 10 Geboten angestrebt werden. Die Gedanken gehen vielmehr in verschiedene Richtungen und stehen teilweise in Spannung zueinander. Eins kann man sich ja vorweg festhalten, Prognosen sind notwendig, nicht schon im Sinne einer Verantwortungsethik. Man muss sich so gut wie möglich bemühen, die künftigen Konsequenzen und Wirkungen des eigenen Handels
Handelns durchzuspielen. Aber eben auch die Unsicherheiten dieser Prognose beachten. Denn eins ist vorweg sicher, nach all den Erfahrungen mit vielen Prognosen, die perfekte Prognose gibt es nicht. Obwohl populäre Bücher zur Prognostik immer wieder das Gegenteil versprechen, sie würden einen zum Superprognostiker ausbilden. Immerhin bieten die Umweltprobleme der Prognostik spezielle Chancen der Naturgesetze hineinspielen. Mag man auch darüber diskutieren, in welchem Maße der Klimawandel hier und jetzt, jetzt und in Zukunft von anthropogenen Emissionen bestimmt wird. Aber gesetzt den Fall, dass die auch künftig immer weiter voranschreitende globale Erwärmung sei ein gesichertes Faktum, so bleibt doch die Frage, und das dürfte die spannendste Zukunftsfrage überhaupt sein, wie man in Deutschland darauf reagieren wird. Wenn die Folgen hierzulande einstweilen erträglich sind, wird sich die Ansicht dann durchsetzen, dass man sie hinnimmt und das Beste aus ihnen macht, so wie es Carsten Reise für die Nordseeküste vorschlägt, bei Überflutung bisheriger Ackerflächen der Marsch Ferienhäuser als Floating Homes zu verankern und diesen Regionen eine neuartige touristische Attraktivität zu verleihen. Nun, aber falls der Meeresspiegel noch ansteigt, lässt sich doch mit ziemlicher Sicherheit vorhersagen, dass man eine Großstädte wie Hamburg oder Bremen nicht so leicht zum Schwimmen bringen kann. Dazu die große Frage, die weltweit, gerade auch jetzt in Ostasien, mit Spannung verfolgt wird: Wird die deutsche Energiewende in ihrer ursprünglich geplanten Form gelingen? Oder wird sie vom bloßen Klimaschutz her betrachtet sogar korrekt in eine verschämte Koexistenz zwischen den Erneuerbaren für die Spitzenlast und der Kernkraft für die Grundlast münden? Dieser Frage gibt es eine nicht endende Flut von Publizistik mit konträren Urteilen und Polemiken. Also wenn Sie mal im Internet googeln, Literatur zur Energiewende, nach einiger Zeit werden Sie verrückt. Es ist vor Geschimpf von allen Seiten, völlig konträre Vorwürfe. Manchmal denke ich, falls mir noch so viel Altersweisheit vergönnt ist, möchte ich mal die wahre, ausgewogene Geschichte der Energiewende schreiben, aber das nur nebenbei. Zweitens, ein Gewinn der eingestandenen Unsicherheit der Zukunft, Offenheit für Diskussion und Selbstüberprüfung. Das Grundfaktum bei allem Zukunftsdenken ist die Unsicherheit der Zukunft. Das ist von Futurologen pflichtgemäß wieder und wieder eingeräumt worden und doch wurden daraus allzu oft keine Konsequenzen gezogen. Kein Wunder, das ist auch nicht leicht. Man kann damit auch nicht unbedingt große Vermögen verdienen mit der Unsicherheit. Seit der US-amerikanischen Zukunftsforschung der 50er Jahre wird die Notwendigkeit einer Mehrzahl von Szenarien hervorgehoben, aber dieses Postulat geriet in den Zukunftsentwürfen oft genug in Vergessenheit. Ich finde, der Gedanke an die Unsicherheit der Zukunft macht tolerant und diskussionsoffen gegenüber Andersdenkenden, was der Qualität der Prognosen besser bekommt als das Hineinrutschen des Prognostikers in Prophetenallüren. Auch wenn ein Umweltaktivist darauf angewiesen ist, seine Energie auf ein bestimmtes Ziel zu konzentrieren, tut er gut daran, nicht andere Ziele und Strategien vorschnell zu verwerfen. Gerade die Energiewende leidet an der Zersplitterung der Umweltbewegung in unterschiedliche Szenen. Immer wieder habe ich Klagen darüber gehört, ob dezentrale gegen zentrale Energieerzeugung, Green Growth gegen Degrowth, auch geradezu eine giftige Kontroverse, Subvention gegen Wettbewerb, Effizienz gegen die Priorität der erneuerbaren Energien oder Suffizienz gegen Effizienz. Selbst innerhalb des Wuppertal-Instituts bildeten die Effizienz- und die Suffizienz-Anhänger verschiedene Lager, die nicht nur durch unterschiedliche Prioritäten, sondern auch durch eine unterschiedliche Mentalität getrennt waren, mit der Neigung, sich wechselseitig als schluffige Soziologen oder Technokraten zu betrachten. Der Blick auf die solare Zukunft konnte kühne Visionen inspirieren. Ich habe mich viel mit Hermann Scheer, dem großen solaren Visionär, befasst. Die Einsparung von Energie ist dagegen eine weit triviale Angelegenheit. Also
gerade manche wichtigen Themen geben eben doch keinen Stoff für große, begeisternde Visionen. Und zu alledem der schon seit Jahrzehnten brodelnde Konflikt zwischen den Vorkämpfern der erneuerbaren Energien, der Natur- und Landschaftsschützern. Gerade da, wo es in der Umweltbewegung Visionen gibt, die Tatmenschen anziehen, hat sich eine Kluft aufgetan. Mitunter erlebt man auch so ein seltsames Durcheinander. Auf einer Umwelttagung in der Frankenakademie bei Lichtenfels vor ein paar Wochen, wo ich war, prophezeite Nico Pech aus Oldenburg, 100 Millionen Klimaflüchtlinge, eigentlich ein Totschlagargument gegen jegliche Bremser der erneuerbaren Energien, polemisierte jedoch zugleich gegen die Verspargelung der Landschaft durch Windparks. Also so ein Durcheinander findet man manchmal in dem Zukunftsdenken der Umweltbewegung. An monomanischer Fixierung auf bestimmte Visionen ohne Kompromissbereitschaft droht die Ökoszene zu zerbrechen oder sie verwickelt sich in Widersprüche und treibt, ob mit oder ohne Absicht, fragwürdige Entwicklungen voran. Wolfgang Kaber, nicht, obwohl sie auch zu den geistigen Vätern des Nationalparks Bayerischer Wald zählen, hat gleichwohl wiederholt darauf hingewiesen, dass eine fortschreitende Ausweitung der Naturschutzgebiete in aller Welt bei zugleich wachsender Bevölkerung außerhalb dieser Naturreservate zwangsläufig zu einer fortschreitenden Intensivierung der Landwirtschaft führt. Dadurch wird der Rückgang traditioneller Kulturlandschaften, einer der betrüblichsten Prozesse unserer Zeit, noch weiter vorangetrieben. Aber gestern Abend haben wir auch so ein Wechselbad erlebt mit dem Vortrag des Landschaftsökologen aus Peking, Kongjian Zhu, dieses Wechselbad von chinesischen Horrorszenarien, wie in wenigen Jahren plötzlich durchaus eine funktionale grüne Paradiese hervorgezaubert werden können, um Städte für Überschwemmungen zu stützen. Also hat mir wieder sehr etwas Hoffnung gegeben. Drittens, Prämissen der Prognosen von Zeit zu Zeit überprüfen. Prognosen sollten stets die Prämissen in Erinnerung halten, auf denen sie beruhen. Und diese Prämissen und damit auch die Prognosen von Zeit zu Zeit überprüfen, statt die Prognosen zur Glaubensfrage und zum Bestandteil der eigenen Identität zu machen. Dem Element der Unsicherheit in der Zukunft entspricht ein experimenteller, stets für neue Erfahrungen offener Politikstil, der sich nicht ganz zu beharrlich auf festen Positionen verschanzt. Mein alter Freund Reinhard Überhorst, der 1979-80 die Enquete-Kommission künftige Kernenergiepolitik leitete, die mal mit der Szenarienmethode arbeitet, der predigt das also schon seit bald 40 Jahren. Zugegeben, einen solchen Politikstil zu befolgen, ohne in ein bloßes opportunistisches sich durchwursteln zu verfallen, ist nicht ganz leicht. Und doch dürfte der Erfolg der Energiewende wesentlich daran hängen, ob die Beteiligten bereit und fähig sind, gemeinsam verschiedene realistische Zukunftsszenarien zu durchdenken und die eigenen Voraussetzungen von Zeit zu Zeit überprüfen, ob es um Weiterentwicklung der Speichertechniken, Umfang und Kapazität neu anzulegender Stromleitungen, Effizienzsteigerung, Fortschritte in der automatischen Regulierung von Energieerzeugung und Verbrauch oder um neue Materialien der Solarzellen geht. Darin liegt der sehr praktische Nutzen der eingestandenen Unsicherheitsmomente in der Zukunft. Da die Weiterentwicklung der Solarzellen wesentlich eine Materialfrage ist, muss man hier in besonderem Maße mit Überraschungen rechnen. Viertens, nicht die gewünschte Zukunft mit wahrscheinlichen Zukunftsszenarien verwechseln. Ach, das überschlage ich mal, das passiert zwar immer wieder, aber dass das eigentlich Unsinn ist, wird Ihnen alles einleuchten. Fünftens, gegen den Prophetengestus zum Handeln brauchen wir gar nicht die Einbildung totaler Zukunftssicherheit. Übrigens, meine Ära der Ökologie erschien 14 Tage vor Fukushima
Und da gab es so manche Passagen, aufgrund deren ich als Prophet bezeichnet wurde und konnte mich auf der Leipziger Buchmesse vor dem Ansturm der Interviewer gar nicht mehr retten. Aber ich bin ein Stamm aus einem frommen Landpfarrhaus und Prophet will ich, also bilde mich im Traum ein, ein Prophet zu sein. Wenn Prognosen gestellt werden, um politisch etwas zu bewegen, scheint oftmals vorausgesetzt zu werden, dass man nur mit dem Eindruck felsenfester Zukunftssicherheit diesen Effekt erzielt. In den Umweltprognosen der letzten Jahrzehnte bilden die Warnungen vor dem Klimawandel das beste Beispiel. Aber müssen wir wirklich an so eine felsenfeste Zukunft glauben? Wir handeln doch sowieso ständig im Blick auf Wahrscheinlichkeiten. Wenn jemand eine Partnerin heiratet, kann er doch nur Wahrscheinlichkeitsaussagen über die Zukunft treffen. Es reicht doch vollkommen, um die Energiewende zu rechtfertigen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Klimawandel spricht. Aber man muss daraus doch nicht so ein Dogma machen, wo jeder, der auch nur die leichten Zweifel daran äußert, zugleich als Klimaskeptiker und Agent der Öllobby und so weiter abgefertigt wird. Also da habe ich also auch, hat mich auch sehr Bert Bolin beeindruckt. Sechstens. Auch beim Klimaschutz nach Strategien auf der sicheren Seite suchen. Wenn man das Element der Unsicherheit bei Prognosen bedenkt, selbst bei heutigen Klimaprognosen ist es ein Gebot der Klugheit, solche Gegenstrategien zu verfolgen, mit denen man sich auf der sicheren Seite befindet, die zwar die vorhergesagte Gefahr ernst nehmen, aber selbst dann einen guten Sinn haben, wenn sich diese Gefahr als doch nicht so gravierend erweist, wie befürchtet. Im Falle des Klimaschutzes bedeutet das, sich nicht auf den Bau von Kernkraftwerken, immer weitere Laufzeitverlängerung, auf die Förderung von Biosprit um jeden Preis zu verlegen, sondern die Nutzung der Solar- und Windenergie voranzubringen, den Fahrradverkehr und die öffentlichen Verkehrsmittel zu fördern, weltweit die Aufforstung voranzubringen und das Bevölkerungswachstum durch Frauenbildung und Empfängnisverhütungsmittel zu bremsen. Selbst Reinhard Loske, Projektleiter beim Zukunftsfähigen Deutschland von 1996, mit dem ich viel in Verbindung stand und gewiss alles andere als ein Klimaskeptiker, stellt fest, eine vollständige Gewissheit über den menschlichen Einfluss auf das Klima kann und wird es nie geben. Nicht? Also deswegen auch möchte ich so ein bisschen vor der Überziehung des Begriffs Anthropozän warnen, das ist ja ein totaler Modebegriff geworden. Die vor allem in jüngster Zeit zu beobachtende Tendenz, Umweltschutz pauschal durch Klimaschutz zu ersetzen, dürfte sich als kontraproduktiv erweisen. Da droht eine Spaltung der Umweltbewegung in Natur- und Klimaschützer und mit den Naturschützern und den Biobauern geht ihr jenes Element verloren, das viele Menschen am allermeisten bewegt. Siebter Punkt, ich fasse mich mal kürzer, Verwurzelung der Zukunftsentwürfe im Hier und Jetzt. Alle solche Entwürfe Wunschzukünften, die von einer scharfen Beobachtung der Gegenwart ablenken, Probleme bei der Realisierung der Ziele verschleiern und nicht in Handlungsmöglichkeiten hier und jetzt verankert sind, dürfen sich als kontraproduktiv erweisen. Achter Punkt, das unerwartete Erwarten, realistische Langzeitszenarien sind mehr als die bloße Verlängerung bisheriger Trends. Das ist aber ein besonders vertrackter Punkt. Auch wenn man Zukunftsentwürfe in der Gegenwart verwurzelt, hat es doch oft in die Irre geführt, wenn man sie als bloße Verlängerung gegenwärtiger Trends entwirft. Trendforschung ist der neueste Trend in der Futurologie, doch sie allein genügt nicht. Für bestimmte Sektoren über eine bestimmte Zeit hat sie einen Sinn. So haben sich technische Entwicklungen häufig als pfadabhängig erwiesen, wenn sie darauf angewiesen sind, auf Erfahrungen aufzubauen oder an bestehende Infrastrukturen anzuknüpfen. Das war vermutlich ein Hauptgrund, weshalb sich die Magnetschwebebahn Neuenkallenbachs Ökotopia durchsetzte. Das Verkehrswesen bietet weiten Raum für sehr handfeste Zukunftsvisionen, die mit Projekten einer menschlicheren Stadt verbunden sind, setzt jedoch einer Umsteuerung
einen noch zäheren Widerstand entgegen als der Energiewirtschaft. Bei Kurzzeitprognosen besteht in typischen Fällen die Gefahr, das Trägheitsgesetz des Bestehenden zu unterschätzen. Bei Langzeitprognosen dagegen eher die andere Gefahr, die Möglichkeit einer überraschenden Wende zu wenig zu beachten. Und gerade die Technik beschert eine Fülle von Überraschungen. Noch vor einigen Jahrzehnten, denken Sie an Hans Jonas, konnten sich nur wenige vorstellen, wie billig Solarzellen werden würden, was an Nullenergiehäusern und so weiter alles möglich ist. Auch aus anderen Gründen muss man mit Überraschungen rechnen, so etwa durch den Synergieeffekt, wenn sich bestimmte Entwicklungsstränge mit anderen verknüpfen, mit denen sie bis dahin nicht zusammengesehen wurden. Nur ein vagabundierender Blick bietet die Chance, derartige Synergien frühzeitig zu bemerken. Deswegen sind auch alle Prognostiken, die sich als systematische Wissenschaft zu professionalisieren versuchten, bislang gescheitert. Überdies können neue Strömungen auch geradezu als Gegenreaktion auf bisherige Entwicklungen aufkommen, wohl nicht zuletzt deshalb, weil in der menschlichen Natur auf die Dauer etwas gegen Einseitigkeit rebelliert. Von heutigen Lehrern habe ich gehört, ich war immer stets viel in der Lehrerbildung engagiert, der zukunftsreichste Beruf sei der Orthopäde, weil durch dauerndes Starren auf Laptop und Tablet sich schon die Jugendlichen Rücken- und Nackenprobleme zuzögen, die sonst erst die Älteren hätten. Aber es wäre kein Wunder, wenn nicht Gegentrends dafür sorgen, dass die Jugendlichen auch körperlich jung bleiben. Neunter Punkt, nur ganz kurz, ich muss zum Schluss kommen. Himmel-Hölle-Szenarien, die man immer und immer wieder trifft, wenn auch nicht in dieser Form, sind keine echten Alternativen und Vorsicht mit Apokalypsen. Aber zehnter und letzter Punkt, andererseits, zumal in einer utopieresistenten Gesellschaft. Und in Zukunftshistorikern wird die Bundesrepublik oft etwas abfällig behandelt, weil im Vergleich zu früheren Zeiten die Bundesdeutschen sich nicht sehr empfänglich für Utopien zeichnen. Aber ich finde, das spricht überhaupt nicht gegen sie. Die Erfahrungen, die historischen Erfahrungen mit Utopien sind eigentlich gar nicht so toll. Aber immerhin, zumal in einer utopieresistenten Gesellschaft wie der unsrigen, Vorsicht mit einem Vorstellen Utopie- oder Apokalypse-Vorwurf. Last but not least, auch wenn man gegenwartsferne Utopien für praktisch wertlos, ja womöglich für fatal hält, ist doch Vorsicht geboten, wenn Zukunftsentwürfe vorschnell als Utopien abgefertigt werden. Dass das geistige Klima der Bundesrepublik bislang für Utopien nicht gerade günstig war, muss man nicht unbedingt bedauern. Aber deshalb bedeuten Utopien bislang für die Bundesdeutschen nur eine geringe Gefahr. Stattdessen weckt die Rekapitulation bundesdeutscher Zukunftserfahrungen nicht selten eine Sehnsucht nach ausgiebigerem, farbig konkreten und konsequent durchgespielten Zukunftsentwürfen, ob bei den 68ern, den Multikulturalisten oder den Umweltaktivisten. Vorsicht auch mit einer allzu schnellen Abfertigung pessimistischer Szenarien als Apokalypsen. Da fand mich vor kurzem noch auf einer langen Waldwanderung Hermann Lübbe, der auch so alt ist wie Sie, Herr Haber, der Philosoph Hermann Lübbe, auch gewarnt. Auch der, dem die Optimisten sympathischer sind, sollte gerade zu einer Zeit, in der in weiten Kreisen die Zuversicht herrscht, in Zukunft würden sich die Dinge schon irgendwie regeln, die Möglichkeit bedenken, dass pessimistische Prognosen wohl begründet sind. An Argumenten dafür ist leider kein Mangel. In jüngster Zeit macht in Frankreich, und da wurde ich von Studenten darauf aufmerksam gemacht, der Film Tomorrow Furore. Da lasen zwei Aktivisten in der Zeitschrift Nature eine Studie, die den wahrscheinlichen Zusammenbruch unserer Zivilisation in den nächsten 40 Jahren voraussagt und suchten darauf in der ganzen Welt nach Projekten und Initiativen, die eine gute Chance zum Überleben verheißen. Die Angst lässt sich, wenn man an ihr arbeitet, in Sorge verwandeln und die Sorge ist eine Quelle der Vorsorge und der Fürsorge. Ich danke Ihnen.